Oh, jetzt bringe ich es gerade durcheinander. Tiara war die Göttin Fiara. Noch ein gesamter Kontinent war und nicht in kleine Inseln zerspalten war, wie es jetzt ist. Gab es eine Südhälfte und eine Nordhälfte. Die Nordhälfte war halt da, wo Order of Dawn hauptsächlich gespielt hat. Also Northunder, Elony und so. Und auch die Düsterlande. Und die Südhälfte halt ist eher für Teil 2. Also Spellforce 2. Die Hohen Mark hauptsächlich. Und ja, Nord- und Südteil waren getrennt halt durch die beiden Bergketten, die Windwaldberge und die Grimwargberge. Mit den beiden großen Zwergenstädten dort. So, hallo Gork. Du bist furchterregend, so wie du aussiehst. Ich hole! So, dann kümmern wir uns mal um den untoten Riesen. Ihr seid schwach! Der einfrieren kann. Ich höre! Hinfort mit euch! Niethals durch euch! Macht Platz! Also ja, unser Titan wird er umboxen. Das ist euer letzter Fehler. Hier bin ich. Kommt nur her. Die Ahnen rufen uns. Lasst sie nur kommen. Bereit. Die Ahnen rufen uns! Also ja, zum Glück habe ich so viele Verteidiger. Das ist euer letzter Fehler. Zum Glück geben diese Ahnen auch Pulk. Mehr davon! Los! Kampfbereit! Wo ist der Feind? Vorwärts, Zwerge! Gut, das wäre erledigt. Probe der vier Wege, Elementarmagie. Eine Sternenmünze. Flammendolch, okay. Sternenmünze, Ariaband. Noch eine Robe. Aber ja, dass wir den Zauber jetzt haben. Okay. Also wie gehabt, die drei und die zwei, keinen Fehler machen. Komm, geben wir weiße Magie eins höher. Fürs Erste. Oh, wir haben endlich den Platz. Yay. So, Zwergenrune können wir erstmal noch nicht austauschen, aber alle anderen. So, an die Zwergenrune denken. Gut, was habt ihr so noch? Noch ein Aria-Band und du selber hast. Magier und ein Hexer. Und andere Sachen. Oh, da liegt noch einer. Nordmann-Schild. Und
Dornschild. Habe ich schon Stufe 7 Dornschild? Nein. Naja, wenn ich das Nordmann-Schild hier schon wieder sehe. Wäre es doch keine so schlechte Idee, auf Schilde umzusteigen. Ich bräuchte nur eine gescheite, einhändige, schwere Waffe. Weil das antike Schwert... Da muss nur meckern, oder? Einfach meckern. Ja. So, die Beinteile eines Klingenwebers haben wir jetzt auch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Rune dafür. Hallo, wer ist da? Die Höhle führt hinab in dunkle Schächte. Jemand regt sich darin. Windjalf befreien. Windjalf kommt aus der Dunkelheit gewankt. Er sieht erschöpft aus. Oh, wieder ein guter Batzenerfahrung. Ein Mensch. Nein, mehr als das. Oder soll ich sagen, weniger? Sagt einfach Danke. Lieber sterbe ich in diesem Loch. Kehrt heim. Ihr seid frei. Ich werde von einer widernatürlichen Kreatur gefangen, um von der nächsten befreit zu werden. Hütet eure Zunge, Zwerg. Ich bin nicht gekommen, um mich beleidigen zu lassen. Verzeiht meine Worte, aber mein Leben interessiert euch doch gar nicht. Es geht nur um mein Wissen. Sei es, wie es will. Wir müssen zurück in die Stadt. Da können wir reden. Dann lass uns gehen. Aber seid gewarnt, wenn nun die Untoten geschlagen sind, werden die Wolfsmenschen wieder aus ihren Löchern hervorkommen, um das Schlachtfeld zu plündern. Ja, okay, sieht man. Meine Axt wartet schon. Ich weiß gar nicht, wie rum er läuft. So rum, okay. Da, Wolfsmenschen versperren den Weg. Erschlagt sie, Runenknecht. Sonst können wir nicht weiter. Gut, die geben auch noch mal etwas an Erfahrungspunkten. Geht es los? Kampfbereit! Was haben wir hier eigentlich verloren? Oh. Geht so. Also ja, doch, ich glaube, ich werde jetzt dann die nächsten drei Level-Ups in Schilde stecken. Und dann den nächsten wieder in weiße Magie. Dann halten, Männer! Wir werden angegriffen! Mehr davon! Los! Lasst sie nur kommen! Wow, kommt nur her! Ja. Aber ja, die Heilung ist immer auf Kacke.
Na komm, die da will ich auch noch töten. Warum auch immer er unten rumläuft und ich... Da! Wolfsmenschen versperren den Weg! Erschlagt sie, Runenknecht! Sonst können wir nicht weiter! Mehr davon! Los! Wir werden angegriffen! Das ist euer letzter Fehler! Wow, kommt nur her! Okay, während wir jetzt laufen, können wir ja mal unsere Leute ausrüsten. Schön, sie kann gleich das übelste, den übelsten Freischärler-Bums hier haben. Tosenmäßig. Die da von mir aus. Das passt sogar sehr gut zusammen. So, waffenmäßig, sie ist eine Kriegerin. So, dann machen wir das so. So sieht's auch cool aus. Oder was kann sie noch? Leichte Rüstung, ja. Na, kriegt sie einen guten Lederhelm. Und ringemäßig kann sie nicht viel Gutes. Katzenring und Initiiertenring. Gut. Ja, dir kann ich nur Ringe und so verpassen. Da du Todesmagie hast, kriegst du gerne den hier. So, der läuft schon mal weiter. So laufen wir auch weiter. Bis zu der Rampe da. Kriegt der Bannsänger. Haben wir auch was mit Stärke? Ja, Ring des Kampfrausches. Aber ich glaube, da ist der besser. So, waffenmäßig könnten wir dir... große Schlagwaffen. Ja, kriegst du halt den da. Den Granithammer. So, jetzt zu dir noch. Oh, du hast auch weiße Magie drauf. Okay. Dann kriegst du mal den Stab. Mana-Raub. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schildmäßig das. Die klassische Spinnenseidenrobe. Den Obsidian. So. Gut. Meine Axt war schon. Jalf ist zurück! Der Runenkrieger hat Windjalf gerettet! Ja. Wie gesagt, das hier holen wir uns irgendwann mal. Questbuch wurde aktualisiert. Erfahrungspunkte erhalten, sehr gute Erfahrungspunkte. Windjalf! Bei Eisen und Licht! Ich hätte nie gedacht, euch wiederzusehen! Nur da die Wölfe. Nidhalfs Gnade wurde uns zuteil, mein König. Wenn auch auf seltsame Art und Weise. Geleitet Windjalf zurück in die Stadt. Nur da die Untoten fort sind, werden die Wölflinge dieser Lande wieder aus ihren Höhlen kommen und plündern. Gleitet Windjalf auf dem Weg zurück nach Fastholm und vertreibt unterwegs die Wolflinge, haben wir gemacht. Sprecht nun mit Windjalf über den Feuerbann. Er sollte kein
zu hoher Preis vielleicht sein Leben sein. Das werden wir jetzt gleich sehen. Sehr hilfsbereit war er ja nicht gerade. So, die sind 19. Du bist 17, also nächstes Level up. Du wärst auch 17. Also ja, Level 17 erreichen wir gar nicht mal so unpraktisch. Mal wieder ein Safe machen.